Blätterteigtaschen mit Bananen-Apfelmus-Füllung. Die sind lecker. Definitiv haben die Suchtpotenzial. Ich bin Kalle. Herzlich willkommen zu Kochst du mit Kalle. Für dieses wirklich sehr leckere Gebäck benötigt ihr folgende Zutaten: eine Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal, 150 Gramm Puderzucker, 8 cl Rum. Für die Füllung nehmt ihr mein leckeres Bananen-Apfelmus und ihr benötigt ein Ei. Die Zubereitung: den Blätterteig mit dem Backpapier zusammen ausrollen. Den Blätterteig in 6 gleich große Quadrate schneiden. Am Ende des Blätterteigs blieben noch 2 Randstücke übrig. Die habe ich mit Cajun-Gewürzmischung gewürzt und daraus einfach noch 2 Knabberstangen gemacht. Auf die Blätterteigquadrate kommen jeweils 2 Teelöffel von dem Bananenapfelmus. Hier oben könnt ihr euch das Rezept zu meinem Bananenapfelmus anschauen. Dann wird das Eigelb vom Eiweiß getrennt. Mit dem Eiweiß werden die Ränder der Quadrate gestrichen. Nun werden die Blätterteigquadrate quer überlappt, sodass Dreiecke, also Taschen, entstehen. Die Ränder der Taschen werden mit einer Gabel angedrückt. Das Eigelb wird mit einem kleinen Schuss Milch verrührt. Die Taschen jetzt mit dem Eigelb bestreichen und dann kommen sie für 15 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Backofen. Während die Blätterteigtaschen im Ofen backen, kann jetzt der Zuckerguss vorbereitet werden. So sehen die gefüllten Taschen und die beiden Knabberstangen dann fertig gebacken aus. Die beiden Knabberstangen werden erstmal von dem Blech weggenommen und dann werden die Taschen mit dem Zuckerguss überzogen. Viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken!